Aloha, meine Lieben, und willkommen zur dritten Episode von Crimes and Punishments. Sherlock Holmes, präsentiert von CDN, a.k.a. Queen Erdidala. Lasst uns mal fortfahren. Ich hoffe, das mit dem Speicherstand hat so geklappt. Der speichert automatisch. Sehen wir mal, wo wir sind. Also, genau, das haben wir schon gelesen. Wir haben ja jetzt die Stiefel von dem Carrie gefunden, die nicht zu den Abdrücken in dem Beet passen. Dann haben wir jetzt den, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. John Hopley Nelligan war, glaube ich. Nelligan, irgendwas. Der quasi versucht hat, in diese kleine Hütte einzubrechen von dem Carrie, wo der auch ermordet wurde. Und das ist jetzt unser Hauptverdächtiger. Meiner persönlich irgendwie nicht so, aber nun gut. So, jetzt machen wir weiter. Wo sind wir denn jetzt? Auf der Polizeistation oder was? Mr. Holmes. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. All right. Also können wir jetzt wahrscheinlich zu dem selber gehen und dann auch nochmal in die Asservatenkammer. Kann ich mir hier irgendwas angucken? Nein, nicht wirklich. Okay. Mr. Holmes? Mr. Holmes, okay. Dann schauen wir mal. Ups. Soll das die Asservatenkammer sein? Nee. Doch, Nelligans Gegenstände. Okay. These are the suspect's belongings. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials J.H.N. Ah, jetzt kann ich wieder drehen, ja. From R. Dawson to my friend... Entschuldigung. And partner 1883. Also von... ich nenne sie mal Rosalie Dawson für meinen Freund und Partner 1893, okay? The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Gegenstand benötigt. Ach, bräuchte dann so ein Entkrypter oder was? Okay. Alright, kann ich hier noch irgendwas etwas anderes mir anschauen? Oh, Brainschmock. Komm, nimm das, dann wirst du besser. Dann kannst du besser schießen. Nimmt er nicht. Für die Leute, die Evil Within nicht gesehen haben, da konnte man stets so Gläser mit grünem Schmock finden und hat dadurch seine Fähigkeiten verbessert. So, okay. Ich bleib immer so ein bisschen an den Ecken hier hängen. So, jetzt kann ich wahrscheinlich hier hinten... Oh, was war das? Tür öffnen. Locked. Locked. Inspektor Lestrade. Alright. Was ist das? Morgue. Oh. Oh, wollen wir da wirklich runter? Leichenschauhaus. Boah, hier ist bestimmt kalt und eklig drin. Aber warum gehe ich ins Leichenschauhaus? Achso, weil der Carrie vielleicht hier ist. Könnte ich was übersehen haben? Nee. Hm. Ich gehe mal da hinten durch. Mal gucken. Kann ich hier was aufmachen? Nope. Eingeweide des Menschen. Das finde ich ja dann immer ganz krass, wenn die dann auch noch so... Nee, da kann ich nicht durch. Wenn die dann auch noch Texte auf Postern und so verändern.
Übersetzen. Nicht verändern, übersetzen. Okay, da war ja abgeschlossen. Dann gehen wir mal hier hin. Mr. Holmes. Na? Mr. Holmes? Das ist so geil. Hier kann ich nicht hin. Wer ist das? Ach, der pennt da einfach nur Ausnüchterungszelle. Gehen wir mal hier hin. Ah, da ist er. John Nelligan. Erstmal Notizbuch. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Okay, das war's jetzt. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carrie try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Okay, gucken wir uns den jetzt mal ganz genau an. Okay, wie viele Teile kann ich finden? Viele. Hut. Schäbige Mütze. Alright. Dann, so bewege ich mich. Flicken. Das heißt also, dass er wahrscheinlich nicht besonders viel Geld hatte. Oh. Hornhaut. Ah. Narben. Kurze Ärmel. Was soll das denn? Hä? Was soll mir das denn sagen, kurze Ärmel? Vielleicht, dass er auch nicht genug Geld hat. Feine Knöpfe. Quasi für jede Jahreszeit. Das haben wir schon. Fehlen noch zwei Sachen. Was ist das denn hier? Das würde ich gerne anklicken. Dünner Hals. Was? Habe ich hier sonst noch was im Gesicht? Eine Sache fehlt noch. Mit zwei Wörtern. Kurze Ärmel. Ah. Teurer Stoff. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Ich rede nochmal mit ihm. Here? I've done nothing wrong. Okay. Ah, jetzt müssen wir das machen. Okay, das habe ich ja letztes Mal irgendwie, habe ich irgendwas geklickt und dann war es schon zu spät. Jetzt muss ich mir das erstmal... Peter Carey raucht nicht. Ach so, das hatten wir doch schon. Kein Gärtner. Schnell gehandelt. Peter Carey hat zwar ein Messer, konnte es aber nicht einsetzen. Er hatte keine Zeit dazu, denn der Mörder agierte schnell und instinktiv. Nelligans Notebook. Notizbuch. Ein Notizbuch mit Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Nach der Tat in die... Boah. Ja, ich meine, das... wir machen erstmal Nelligans Notebook und das. Wieso passt das nicht zusammen? Ach, das muss zuerst dann wahrscheinlich, ne? Wie, die sind dann weg? Die kann ich ja nicht mehr nutzen. Nelligans. Machen wir mal unfehlende Blech. Könnt ihr mir mal erklären, warum ich das nicht zusammenpacken kann? Nelligans Notebook und, ich sage mal Notebook, sorry, ein Notizbuch, aufgespießt an der Wand, das passt doch zusammen. Also, aufgespießt an der Wand müsste zuerst, aber... Okay. Ja, ich weiß. Ich möchte das nochmal machen. Space-Hinweise. So. Aufgespießt an der Wand und... Wo ist das Notebook?
Das kann ich denn nicht nutzen. Ich drück mal eben F1. Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen. Jetzt erklärt mir mal, warum aufgespießt an der Wand nicht mit Nelligans Notebook zusammenpasst. Weil das ist doch, nachdem er aufgespießt wurde, gefunden worden. Also passt das doch zusammen, oder bin ich jetzt blöd? Okay, dann machen wir Einbruchsversuche und fehlende Blechkiste. Das passt auch nicht zusammen, ja? Okay. Was heißt schnell gehandelt? Denn der Mörder agierte schnell und instinktiv. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob ein... Das ist so klein, sorry. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so weit werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. Das muss man doch nicht mal... In dieser Holzhütte war doch nicht genug Platz, so weit auszuholen, dass du so viel Kraft aufwenden kannst, oder? Ich hab die jetzt nicht mehr... Obwohl doch... Du musst ja aus dem Stand relativ kraftvoll schmeißen können. Okay, also müssen wir zu dieser Hütte zurück, ja? Aber der doch nicht, guck doch mal. Harpunenwurf, Experiment vorbereiten. Was ist denn das hier für eine komische... Das ist die Lampe, okay. Also das mit diesen Indizien, das ist noch ein bisschen strange. Kann, sagt er jetzt noch was anderes? Nein, okay. Okay. Warum das hier liegt, möchte auch, glaube ich, kein Mensch wissen. Okay, dann gehen wir mal raus. Jetzt müssen wir dann wieder zurück. Können wir jetzt mittlerweile bei Lestrade rein? Abgeschlossen. Okay, der ist nicht da. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, muss ich jetzt erst zu Watson oder muss ich jetzt erst zur Hütte? Gute Frage, ne? Okay, das ist also Scotland Yard, wo wir sind. Gehen wir mal direkt zur Hütte, dann werden wir ja sehen, ob wir da was reißen können oder nicht. Ob Watson direkt mit dabei ist. B-Herleitung öffnen. Ich muss da noch so ein bisschen... Ach, das hier ist es. Okay. Kann ich das jetzt machen? Nee, das geht nicht. Nelligans Notebook. Ich mach das auch mal. Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Ne, wir machen jetzt erstmal das andere Notizbuch. Das andere Experiment sozusagen. So, ich hoffe, dass der Watson jetzt direkt mit am Start ist, damit wir hier direkt das Experiment machen können. Nein, natürlich nicht. That should do it. Now I am ready for the experiment. Okay, jetzt muss ich mal eben Tab. Eine schwere und scharfe Walfangharpune. Es handelt sich um die gleiche Harpune wie die, mit der Peter Carey getötet wurde. Untersuchen Sie den Mord, verhören Sie auf der Polizeiwache, untersuchen Sie John Hopley persönliche Gegenstände. Dr. Watson wird Ihnen allzu gerne bei den Vorbereitungen zu einem Harpunenwurf-Experiment zur Hand gehen. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich dann doch zurück zu...
Aber ich verstehe das nicht. Das sollte man doch hier machen, alleine mit dem Abstand. Okay, dann gehen wir jetzt halt zurück zur Baker Street, war das, glaube ich, ne? Dort ist ja der Watson am Start und dann können wir das da zusammen machen. Baker Street. So, er speichert. Ja, dann machen wir da, was ist hier? Achso, das ist der neue Nelligan. Ja, siehste, ist ungefähr 19 Jahre alt. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren verfielen er und seine Familie in Armut. Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit dem Putzen von Fischen. Obwohl er recht lange solche körperliche Arbeiten verrichten musste, ist John weiterhin ziemlich schmal gebaut. Ja, das stimmt. Der kann doch niemals im Leben so eine Harpune so krass werfen. Ich meine, der hat die durchbohrt, der hing an der Wand, ja. Also das heißt ja, du kannst den wahrscheinlich schon damit töten, ohne wenig Kraft, aber den da an die Wand zu nageln, das ist ja... Und der hat vor allen Dingen nicht so große Fußabdrücke. Wo ist denn Watson? Da. Der wird sich freuen. A spot of wailing, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ja, die haben wir ja schon. Haben uns in die Hosentasche gesteckt, die Harpune. Es war nämlich eine klappbare Harpune. Okay, da müssen wir jetzt Whitehill Gedönsenhausen. Da, Whitechapel Metzger. Dann gehen wir da mal hin. Und holen uns ein Schweinchen. Ach schön, haben wir direkt. Okay. Ich spreche mal mit dem Watson. Let's do this, Watson. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. Yeah. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Muss ich das jetzt machen? Hammer. In order to perform the most reliable test. Atem anhalten. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Ja, guck doch mal, wie soll denn das gehen? Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ah, war schon besser. Ist durchgegangen. Ey. Bam. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength. Ja, wie soll das denn gehen? Ich sag doch, das geht nicht. Holmes, you should try to aim better. And throw as hard as you can. Ah. Das war ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass derjenige 40 Versuche hatte. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I
I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Was? Da haben wir mehrere für genommen? Harpunenwurf-Experiment abgeschlossen. Ja, wundervoll. Oh, sorry, Piggy. Und das dann so kräftig zu werfen, dass der noch an der Wand kleben bleibt, ich weiß ja nicht. Also das muss ja voll das Tier gewesen sein. So, dann gehen wir mal durch. Was sind jetzt noch unsere Aufgaben? Bla, untersuchen Sie John Hopley, die sich in der Asservatenkammer... Da war ich doch schon. Habe ich das zu früh gemacht? Okay, dann gehen wir halt nochmal, untersuchen Sie, verhören Sie. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu Scotland Yard. Und dann schauen wir uns nochmal die Sachen an. Vielleicht können wir da jetzt mehr mit. Ich mache nochmal die Herleitung auf. Okay, aufgespießt an der Wand. Nötige Kraft. Geh da weg. Achso, F1 war das, ne? Große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. Zwei Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Okay. Glückswurf. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Never ever. Das glaube ich nicht, meine Lieben. Okay, was müssen wir... Achso, hier müssen wir aber nichts machen. Notizbuch holen. Okay, das holen wir uns jetzt mal. Dann schauen wir mal, was uns das für Ergebnisse bringt. Vielleicht muss ich mit meinem F1... nicht F1, mit... Was, welche... Scheiße, welche Taste war... Das ist eine neue Aufnahmesession, deswegen... T war das. Habe ich doch heute schon benutzt. Ich guck mal eben mit T... Nee, das geht nicht. Erstmal anklicken vielleicht. These are the suspect's belongings. Okay, hier sehe ich nichts Neues. Nee, dann T wieder raus. These abbreviations mean something. But what? Gegenstand benötigt. These abbreviations mean something. But what? Wo kriege ich das denn? Ist hier irgendwie der Dekodierungsschlüssel quasi versteckt? And partner, 1883. To my friend. Okay, muss ich jetzt alles einzeln hier. From R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Ah, okay. Perhaps my archive holds the answer. Oh. Jetzt klaue ich den einfach. Verdächtigen verhören. John Hopley Nelligan abgeschlossen. Ah, okay. Tab. Was müssen wir jetzt machen? John Nelligan scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Der Ring. Erfragen im Archiv. Ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Dawson für meinen Freund und Partner 83. Ja, dann Archiv. Wie komme ich denn jetzt ins Archiv? Habe ich das zu Hause? Nachforschungen über verdächtigen John Hopley Nelligan. Alright, dann gehen wir mal raus. Archiv, wo kann denn hier, steht das hier, Staff Room? Aber wir sind hier so viel Fliegen. Ugh. Mr. Holmes. Mr. Holmes? Ich wollte es einfach nur nochmal hören. Kann ich zu dem hier? At your service, Mr. Holmes. Das ist aber nett, danke. Aber anscheinend rede ich mit dir. Nein. Wanted. Ich guck einfach mit meinem Tee. Nee, da bringt aber... Ich dachte, jetzt sehe ich hier zufällig... Ups. Falsche Taste. Okay, dann Archiv. Dann gehen wir zu uns nach Hause. Also, Baker Street. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir in unserem Archiv irgendwas zu Dawson finden könnten. Ich mache so lange es lädt nochmal auf. Ah, ich habe nichts mehr. Doch. Ja, aber wie soll das denn noch zusammenpassen? Ich würde ja das und das darf ich aber nicht.
Ja, genau. Passt natürlich nicht. Logischerweise nicht. Okay, Einbruchversuche kann ich also mit nichts zusammenpacken. Da machen wir mal keinen Gärtner. Und das passt auch nicht zusammen. Das passt auch nicht zusammen. Alright, fehlende Blechkiste. Passt auch nicht zusammen. Okay, jetzt passt nichts mehr zusammen. Okay, das haben wir noch offen. Notizbuch haben wir geholt. Genau, und jetzt sind wir zurück auf dem Weg, unser Archiv zu durchstöbern. Bin ich ja jetzt mal gespannt. So, ich rede mal ganz kurz mit dem Watson und schau mal. Good gracious, you caught someone. Oh, ein Hund! Now you have a suspect. Hello, doggy. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Kann ich dir noch streicheln? Brave Toby. Oh. The best nose in the British Empire. Was steht denn jetzt am Fenster? Immer noch die Lady, die steht wohl gerne am Fenster. Okay. So, unser Archiv. Hier war, glaube ich, unser Büro. Jawohl. So, wie kann ich jetzt hier Archiv, Archiv, Archiv? Kann ich gar nichts hier benutzen? Obwohl, hier ist das Bett. War das... Hä? Moment, war das doch da? Ah, Briefe. This is where I keep my post. Okay. Forschung, ja, da. Okay, sehr gut. Forschungsberichte, Chemie, Blutproben, Verdampfungstechnik, toxische Metalle im Haar, Ursprung von Textilfasern, Chlor. Was? Gifte und Toxine, Schierlingssamen, digitales Gift, Atropa Belladonna, Quecksilber, Cyanid, Arsen. Arsen, König der Gifte, Verletzung, Schusswunden, Kriminalistik, Anthropometrie, Fingerabdrücke, neue Methoden, Präservierung von Fußabdrücken, forensische Techniken, Toxikologie und Ballistik, Kampfsportarten, bla bla bla, Zeichen und Symbole. Gehen wir mal dahin, Zeitungen. Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Fenian wegen Mordes verurteilt. Dawson und Nelligan pleite. Aha. The Strand. Dawson und Nelligan Investmentfonds pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Here it is. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Okay, dass ihm was connected, ist ja klar. Aber jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Okay. Dann gehen wir zurück. Scotland Yard. Okay, Herleitung hat ja nichts mehr geklappt. John Nelligan scheint kein gewöhnlicher, das haben wir auch schon gelesen. Mysterious. So, was uns der liebe John Nelligan aber in der nächsten, oder zu sagen hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, Aloha.